Und damit willkommen zurück zu Early Access von Pioneers of Pagonia. Es ist endlich soweit, die Presseleute und Content Creator dürfen den Early Access spielen, der für den Rest leider eine Woche später kommt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können Zufallskarten generieren mit verschiedenen Zielen, aber wir haben auch vordefinierte Karten und mit denen werden wir anfangen. So, Einsteigerkarte, das können wir überspringen, weil wir hatten schon Einstieg. So, Aufgaben lösen. Diebe und Banditen. Ich will schon direkt vielleicht mal ein bisschen mehr zu tun haben, vielleicht. Dieser Insel gibt es feindliche Einheiten. Wir nehmen mal die trügerische Küste. So, die Einstiegsaufgaben machen wir mal an. So. Ich habe dieses Mal das hat nicht ganz so groß eingestellt. Wir können die Spielgeschwindigkeit ändern, sehr gut. So, ich muss jetzt wieder in die Steuerung ganz frisch reinkommen. Oh, sehr schön. Die Wege passen sich jetzt viel besser an Zeug an. Das ist schon mal gut. So, womit haben wir angefangen? Sieht nicht besonders waldig aus, hier drüben. Das heißt, wir brauchen Militärcamp, Entdeckerposten. So, das Werkzeuglager wollen wir im Idealfall in der Nähe des Schiffs. So, die Kunstschmiede gibt es jetzt auch, aber ich frage jetzt halt, ob das alles schon arbeitet. Proviantmache, Wohnhaus. Ja, jetzt gibt es auch das große Wohnhaus oder das mittlere. Wenn es das mittlere ist, ich weiß nicht, ob es noch ein ganz großes geben soll. Getreidefarm brauchen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein Sägewerk. Und dann wollen wir hier drüben nochmal einen Holzfäller. Dann machen wir das aber anders. So, wie sieht's mit Steinen aus? Ich sehe noch nicht wirklich viel in der Richtung. Wie viele Rationen besitzen wir? 90. Also wir sollen scouten am Anfang. Ich setze es mal hier hin. Dann würde ich gerne einmal eine Straße hier rumziehen wollen. Aber es ist praktisch, dass es sich jetzt schön hier an der Küstenlinie auch direkt automatisch dran anschmiegt. Aber auch nur in einem bestimmten Rahmen, wie wir sehen. So, und wir brauchen noch einen weiteren Wachturm. Tendenziell würde ich aber sagen, weil das hier sieht aus, als würde da schon die Insel enden. Hier ist aber auch nicht so viel. Also eher hier. Den Weg können wir bei Bedarf auch neu ziehen. Ja, doch. Nee, hier ist Stein. Nee, das ist Kupfer, Stein und Kohle. Stimmt, es gibt noch keinen Tagebau. Also doch, es gibt Tagebau, aber es gibt noch keinen Bergbau unter Tage. So, jetzt sehe ich nur, die gehen gerade einen ziemlichen Umweg. Ach so, wegen dem Turm. So, ich erinnere mich noch aus der Demo, dass der
das Werkzeuglager am besten hier beim Schiff gebaut wurde. Ich habe nur noch nicht so in meinem Kopf, wo was davon war. Das Gildenhaus war das, genau. Da ist unsere Karawane. Nicht wundern, dass ich ein bisschen rechze. Bin immer noch ein bisschen krank. Aber es ist mir bei der Demo gar nicht aufgefallen, aber das auf dem Schiff sind ja die ganzen Rohstoffe auch zu sehen. Also, what you see is what you get ist komplett intakt in diesem Spiel. Aber ich glaube, wir machen mal... Ach du Scheiße, es geht direkt auf fünffache Geschwindigkeit, oder? So, Entdeckerposten. Ich finde das ein bisschen immer noch nicht so ganz intuitiv mit dem Fokuspunkt, das, weil ich will ja eigentlich in alle Richtungen scouten. So, wie viel Wachpersonal haben wir? Immer noch 10? Ja, 20 ins starten wir mit. Also für 2 Wachtürme. Na, für mehr reicht es nicht. Wir brauchen eine Jagdhütte. Ja, ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon brauchen. Was macht vielleicht Sinn, die jetzt zu bauen, solange noch Tiere hier sind? Stein wurde entdeckt. Ja, da sage ich nicht nein zu. Ich habe das Gefühl, wir werden hier erstmal noch keinen Förster benötigen. Nochmal 80. So, wir haben hier Platz, also können wir hier ein paar Lager hinquetschen. Und zwar, oh, wie war das? Welches Holz war nochmal für zum Bauen? Nadelholz war zum Bauen, genau. Und zwar Nadelholz. Bretter, Nadelholz, Stämme. Von Stein wollen wir Grenzsteine und Werksteine erstmal. So, hier ist viel Platz. Das eignet sich also dann für eine Farm. Bin noch nicht so ganz happy mit, ich finde es schwierig, momentan noch zu planen, was wohin soll.
pass auf, wir machen eine Gemüsefarm, eine solche. Und dann brauchen wir ja... Wo haben die Farmen nochmal gesetzt? Achso, stimmt, die Farmen, die Felder waren ja geteilt. Aber die muss man jetzt ja nicht mehr mit Straßenanbindung setzen. So, es sind keine Planierer verfügbar. Das können wir vielleicht ändern, wenn das, das Gildenhaus fertig ist. Wohnhäuser brauchen wir auch. Vielleicht können wir die Küste dafür benutzen. Wobei wir müssen... Doch, das macht Sinn. Das macht Sinn, wenn wir hier später dann auch die Taverne haben. Gibt's einen Grund? Ich sehe im Moment noch nicht, was der Sinn von den kleinen Wohnhäusern ist. Also klar, du brauchst keine verarbeitenden Gebäude. Man baue Wohnhäuser. Drei Wohnhäuser oder kleine Wohnhäuser. So, wir platzieren einfach mal. So, die braucht den Marktbrunnen in der Nähe. So, der braucht die Marktstände und der braucht die Tische und da müssen die Wohnhäuser in der Nähe sein. Habe ich euch. Ja, die sind auch ausgeschaltet. Und die Tische brauchen wir. Ach, warte, die brauchen auch eine Straßenanbindung. Dass Tische eine Straßenanbindung brauchen. Finde ich irgendwie ein bisschen... Also ja, wahrscheinlich braucht das das Pathfinding, aber... Das macht es jetzt gerade hier echt ein bisschen zu eng. Die Frage ist halt auch, wie viele Tische brauchen wir überhaupt? Damit wir mal pflanzen. Da oben irgendwo im Nebel. Das ist natürlich jetzt sehr hilfreich.
So, was wir noch brauchen werden, ist, ist Kalkstein. Frage ist, wo finden wir den? Kohle, Stein, noch mehr Kohle, Himbeeren. Aber ich habe hier drüben ist Kalkstein. Das heißt, das Gebiet brauchen wir. So, es sieht nicht aus, als würden wir in den Rohstoffen schwimmen. Musst du noch weg, dass ich unsere vorbei war, ich Wasser passt. Du hast nicht wirklich Wasser passt. Wir bauen immer noch die ersten Gebäude. Also ich muss dazu sagen, also ich habe das Gefühl, die Bauvorgänge. Also, gerne gut, also das Pacing ist einfach generell langsamer. Wenn man bedenkt, dass die Speed-Up-Funktion direkt auf fünffache Geschwindigkeit geht. Ich glaube, das sagt schon viel. Die Steinmühle werden wir später brauchen. Bis dahin haben wir hoffentlich hier ein bisschen mehr Platz. Banditen, wo? Ah. Natürlich, genau da, wo der Kalkstein ist. Oh, happy day. Schlussfolgerung, es passiert nie was. Ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen früher Waffen benötigen, als was mir lieb ist. Aber das fuckt halt, finde ich, total ab. Dass ich hier jetzt kein Gebäude hinkriege, weil dieser Stein so eine riesige Hitbox hat. So, ihr transportiert die ganzen Sachen. Wir haben gar nicht mehr so viel hier im Lagerbestand. So, zumindest eins der Häuser könnte man schon mal in Auftrag geben. Also es scheitert nicht an den Rohstoffen gerade. Werden die Werkzeuge hier rübergetragen? Haben wir überhaupt noch Werkzeuge? Weil hier sind keine mehr.
So, die fangen an, die Rohstoffe anzufordern. So, es gibt auch die Weberei und die Schneiderei. Die gab es, soweit ich mich erinnere, beide noch nicht. So, wir werden auch Kalkstein benötigen. Die haben jetzt aber lange gebraucht für diese Getreidefarm. Aber die haben sich das ganz gut aufgeteilt. So, die Holzwerkstatt brauchen wir auch noch. Wo soll ich das denn alles hinbauen? Ich habe gar nicht die Leute dafür. Wo ist die Holzwerkstatt? Verarbeitung, nein. Die war bei Ausrüstung. Die Holzwerkstatt benötigen wir nicht so regelmäßig. Zumindest bisher war es so. So, Frage. Respektieren die Banditen normale Zivilisten? Oder begehen sie Kriegsverbrechen? Nein, nicht der Steinmetz. Ich will den Steinbruch. Ich glaube, S4 hat diese Begriffe so austauschbar verwendet. Ja, das gegnerische Lager, das wusste ich schon, dass das so da ist. Erzähl mir was ich nicht weiß, Spiel. Ich das Gelden aus. Wo ist der Erkundungsposten da? Diese Verbrechen sind immer schön, USA. Ja. Demnächst. Pioneers of Pagonia, USA Edition. Die anderen Siedlungen haben Öl. Wir müssen ihnen die Freiheit bringen. So, dann brauchen wir aber auch die Steinmühle schon ein bisschen früher. Trifft sich aber auch ganz gut, weil wir hier auch die Sachen benötigen werden, die sie herstellt. So, jetzt haben sie die ganzen Sachen. Und wir starten mit sehr viel Eisen. Nee, das ist Kupfer. Ich wollte schon sagen, Eisen habe ich gar nicht eingestellt. Wir haben auch kein Eisen. So, die Taverne, der Brunnen und der Marktbrunnen, die können schon mal. Und die Marktstände. Das dunkle Volk aus S4 geht schon ganz gut als USA durch. Uff. Handelsposten. Stimmt, großes Lager ist ja auch schon hoch und heilig versprochen, dass das kommt. So, wie war das mit Flachs?
Wo kam Flux nochmal her? Damit habe ich doch irgendwie beim letzten Mal schon immer Probleme gehabt, weil ich einen Ninjaken hatte. Hier, die Sammlerhütte. Die sammelt Flux, aber Flux muss man ja auch selber anbauen. Die Getreidefarm macht das, okay. Wobei die Trojaner vor der Switch auch ganz gut passen wegen Gesundheitsversorgung. Ja, ja, das war schon eigen mit dem Bug. Komme ich hier durch? Ja. Ich bin gespannt, wie gleich dieser Hügel aussehen wird. Der wird bestimmt gleich ein bisschen deformiert aussehen. Holzwerkstatt. So, wir brauchen Zahnräder. Mach mal welche. Kümmere dich nicht um den normalen Stein. Scheinbar deckt die Krankenkasse der Trojaner keine Kriegsverletzung ab. Habe ich das gesagt? Also ich erinnere mich, dass ich einen Corona-Witz gebracht habe. So, die laufen weg. Aber, okay, sie lassen es dann auch fallen. Oder? Ja, okay, aber sie sammeln es auch wieder auf. Okay, also die lassen sich nicht zu sehr stören. Das irritiert, finde ich, total mit der Minimap, dass die so nah rangezoomt ist, standardmäßig. So, wir werden später angreifen müssen. Das heißt, wir wollen hier eine Garnison. Kümmern sich immer mit, du willst kein Feuerholz herstellen. Ganz ehrlich, Feuerholz ist so eine Sache, wo ich nicht verstehe, ob das sinnvoll war. Warenausgangslager ist voll. Ich fände es ganz gut, wenn sich so ein paar Wege auch ein bisschen durch das Gebiet hier durchschlängeln würden. Dieses Spiel ist also das wahre nächste Siedlerspiel. Naja, es ist vom Siedlerpapa, also noch wahrer wird es nicht. Ich meine, es ist kein Siedler 3 oder 4, das ist halt auch klar. Das ist, es hat andere Ziele. Das ist, oh, das hat mich, das fuckt mich auch in S3 immer ab. Die Schmelzhütte ist beim Bergbau, die Schmieden sind bei der Ausrüstung und Ausbildung. Und bei Siedler 3 wirft es mich immer aus der Bahn, dass die Waffenschmiede bei den Militärgebäuden ist und nicht bei der westlichen Schwerindustrie. Siedler Papa gegen Siedler Lösungsbruch, wer macht das nicht bessere Spiel? Weiß ich nicht, ob ich mir anmaßen will, dass ich, dass das günstig für mich ausgeht. Boah, ich könnte jetzt auch einfach hier hin pflanzen. Das wäre auch wild. So, es gibt ja nach wie vor keine Fischerhütte. Die ist ja irgendwie ihr eigenes Update wert. Das heißt, ich kann ja im Prinzip hier an dem Fluss eigentlich meine Schwerindustrie bauen und dann meine ganzen Abfälle einfach in den Fluss in den See hier werfen. Stell da liegt nicht unter den Scheffel. Doch. Mach ich. Kunstschmiede? Brauchen wir die überhaupt schon?
Da ist die Werkzeugschmiede. Weiß ja nicht, ob das so gut ist, so eine optimale Werbestrategie. Im Moment, so weit sind wir noch nicht, dass wir Werbung machen. Das Spiel ist immer noch der Meinung, dass ich zu wenig Steine. Ich habe doch 3 Steine mit. Nee, ich habe 3 Steinbrüche gebaut. Das Spiel ist aber der Meinung, dass ich 3 Steinmetze haben sollte. Muss das sagen wie Hightail richtig halb aufbauen, dann hört man nie wieder was davon. Boah, Hightail, ganz ehrlich. Wie kann man einen Hype so verschwenden? Oder Cube World einfach. So, du hast dich in eine Position gebracht, um die jeder Indie-Entwickler was geben würde, diese Probleme zu haben, dass Leute auf dein Spiel warten und dann ist einfach Funkstille oder du verschwindest einfach. War die Windmühle beim letzten auch schon so groß? Wow. Ein Silbervorkommen wurde entdeckt. Ein Dieb hat mir was gestohlen. Ja. Aber zumindest greifen sie meine Zivilisten nicht an. Sie wollen nur halt nicht, dass sie da sind. So, pass auf. Dann schicken wir euch weg. Dann geht ihr nämlich hier rüber. Und dann sorgt ihr da mal für ein bisschen Ruhe. Immer noch ein Spiel. Ja, aber das Ding ist, wenn du komplett von vorne anfangen musst, wenn du halt schon einigermaßen weit bist, ist es halt auch kein gutes Zeichen. Und vor allem, bis die so weit sind, dass sie das Spiel liefern, das sich Minecraft-Spieler vor 5 Jahren gewünscht haben oder dann vielleicht vor 10 Jahren gewünscht haben, ist Minecraft auch schon wieder in einer ganz anderen Position. Was? Nein, ich wollte dich doch drehen. Was ich noch ein bisschen schwierig finde hier, ist, dass es nicht immer so, finde ich, klar ist. Wir brauchen wieder 2 Zahnräder. Komm, wir machen ein paar mehr. In welcher Reihenfolge ich die Sachen bauen sollte. Kein Personal anwesend. Weil Schaufeln benötigt werden. Ja, dann brauchen wir die Werkzeugschmiede halt wirklich bald. Und dann machst du Hämmer, Schaufeln. Hey, die haben das Lager einfach jetzt schon. Okay, es hat uns 4 Wachen gekostet, aber wir haben 2. Wir haben das Lager zerstört. Das heißt, wir sind da schon mal wieder ein bisschen sicherer.
So, Werkzeugschmiede ist fertig. Du hast die Grenze eines pagonischen Dorfs entdeckt. Ja, nice. Ich will wissen, was sich dort befindet. Schwärmet aus, meine Schergen. So, für die Handelsträger, das sollten wir vielleicht auch irgendwo hier oben bauen. Nur die Bäckerei hätte ich aber auch noch gerne. Also ist die Story oder so. Wir fliehen aus unserem Heimatland, beziehungsweise wir müssen unser Volk wieder vereinen, weil eine Heimsuchung dazu führt, dass Menschen gewalttätig werden und dass Monster auftauchen. Werwölfe und so. Handelszentrum. Okay, aber was mit deinen Erkundungsfertigkeiten Eindruck gemacht? Ich habe jemanden hier hingeschickt. Bruh. Ich bin einfach nur dahin gegangen. Jetzt erzähl mir doch nicht, dass mich deshalb schon mögen. Gegnerisches Lager? Ne, okay, das ist das, was wir schon hatten. Aufgaben sind nun verfügbar. Mit allen Fraktionen anfreunden. Also es gibt nur die eine. Was wollen die denn haben? Warte, was? Moment. Die wollen uns eine magische Klinge schenken. Verstehe ich das richtig? Und wir können ihnen verstärkte Rüstungen schicken im Gegenzug für Silberbarren. Warum bleibst du jetzt nicht oben? Achso, weil du nicht fertig bist wahrscheinlich, ne? Dann hat er sehr, sehr extrovertierte, vertrauenswürdige Personen, wenn sie ein... Sie freuen sich natürlich über Neulinge. Ja, weil das ja immer so gut ausgegangen ist, historisch betrachtet. Okay, der Weizen ist voll. Könnt ihr bitte mal jetzt die Mühle fertigstellen? Okay, wir brauchen definitiv noch eine Steinmühle. Das ist noch ein bisschen mit den Verhältnissen ein bisschen unintuitiv für mich. Also ich glaube, da kann das Spiel gerne noch ein bisschen nachschärfen, einfach um das ein bisschen besser zu kommunizieren, so wie viel schafft, also wie viele Gebäude kann ein Gebäude beliefern. Ja, irgendwie liegen meine Sachen entweder irgendwie mal voll. Kann nichts schief gehen, ist deppensicher, ja. Absolut. Arbeiter und neue Planierer, bitte. So, die arbeiten noch. Ach, stimmt, die brauchen so viel Kupfer dafür, ne? Ach, warte, die Schmelzhütte hätten wir gar nicht gebraucht. Stimmt, Kupfer kannst du ja so. Aber ich habe noch kein Eisen gesehen. Hier ist Silber. Das ist nicht so günstig, finde ich, dass man die Rohstoffe am besten in der Minikarte findet und dann sich halt merken muss, welche Farbe das ist, weil man das irgendwie alles Grautöne sind. Kupfer, Silber. Geht weg mit eurem Silber. Ich brauch Eisen. Kohle ist hier jede Menge. Mehr als ich
mit anfangen kann. Wobei, warte, muss ich Silber handeln? Nee, Silber kriege ich von denen, ne? Ja, ich dachte, vielleicht muss ich jetzt Eisen vielleicht handeln. Aber nee, es ist einfach nur... Wir wissen einfach nur noch nicht, wo. Wir bräuchten vielleicht noch irgendwo ein paar Häuser. Aber wo kann ich denn hier Platz für Häuser, bitte? Das Spiel will, dass ich noch einen Wachturm baue. Jetzt gehen sie aber hier hin. In der Demo waren die Minifelder echt... Ja, wobei, da haben sie es schon gepatcht, dass die keine Straße mehr brauchen. Legen wir noch irgendwo hier vielleicht ein Wohnhaus in die Reichweite von der Taverne? Sieht nicht so aus. Nein! Wo kommt ihr denn her? What? Wir brauchen Soldaten. Warte, die normalen Soldaten brauchen aber nur Holzspeere, ne? Wir könnten schon längst mehr haben. Mach mal 50 davon, komm. Was soll der Geiz? Es ist ungewohnt, das jetzt Waffen auf diese Weise herstellen zu können. Ah, stimmt, deswegen haben wir ja jetzt die zwei Holzsorten. Aber dann kann ich es mir nicht leisten, die Wachen zu reduzieren. So, Bauarbeiter. Oh. Du hast eine Crew. Doch, das haben wir. Werkzeuge. Boah, die Werkzeugschmiede ist so langsam. Was machen die denn die ganze Zeit? Sicherheitskräfte reduzieren ein feindlich gesinnten Land.
In die einzig zivilisierte Siedlung, trotz der Banditenpest, jeden Neuling mit offenen Armen fällt bis zum Weg. Ja, also warum nicht, ne? Ich glaube, es könnte eine gute Idee sein, mal ein paar Häuser zu bauen. Und vor allem mal hier auch den ganzen Shit wegzumachen. Man sieht einfach schon, wir haben schon über eine Stunde Spielzeit. Kalkstein unter der Decke. Ich will wissen, wo Eisen ist. Sag mir, wo Eisen ist. Okay, hier drüben kommen sie nicht hin. Ist schon wieder die Steine. Ich mach Zahnräder, macht Speere, macht alles, aber Hauptsache ihr macht. Oh, das ging schnell. So, wie viele? In 300 Bewohnern, wir haben nur 174 Unterkünfte. Ne, wir haben... What? Hä? Wir haben 500 Leute, aber wir haben nur 309 Bewohner? Hä? Verstehe ich nicht. So, die Schatzkammer bauen wir einfach mal an der Küste. Da kann bestimmt nichts schief gehen, wenn mal irgendwie eine Flut kommt. Wo ist das Hand? Handelsposten. Moment, es gibt einen Handelsposten und es gibt ein Handelslager. Das sind ja wieder schon so wieder so Sachen, die liebe ich ja. So, es sind keine Handelsträger verfügbar, weil wir dafür einen Rucksack brauchen. Und wir können aus Leder oder aus Stoff leichte Rüstungen machen. Hä? Aber welche von denen... Die wollen schon eine Kettenrüstung. Aber die... Warte, nee, Leder... hier, leichte Rüstung war für Erkunder, ne? Nee, Rucksack ist für Baustellenträger und für Handelsträger. Weiß ich nicht, hä? Die Abenteurergilde gebrauchten wir noch. So, die braucht leichte Rüstung. Draufgänger, Waldlo... Ach du Scheiße. Okay, also wir brauchen auch ein bisschen... Verstehe. Mach mal ein paar leichte Rüstungen. Tierung ist abgeschlossen. Ja, super. Wir brauchen drei Holzfäller, wenn ich das richtig erkenne. Silber, immer noch.
Ich sehe immer noch kein Eisen. Also die Rüstungsschmiede hätte ich mir bis jetzt auch erstmal sparen können. Aber ich wollte halt alles in einem Ort haben. Und das wollte ich halt schon mal sicherstellen. So, wir quetschen einfach mal hier noch irgendwo ein paar Esstische in die Gegend. Ist doch, also ganz ehrlich, hier direkt am Strand ist doch ein schöner Ort. Und schon wieder ein neues Diebeslager aufgebaut. Ist das neu dazugekommen oder haben wir es gerade erst entdeckt? Warte, ihr wartet auf eine neue Aufgabe. Wieso wartet ihr auf eine neue Aufgabe? Ihr müsstet doch eigentlich eine neue Aufgabe sehen. Weil hier sind noch nicht genug Leute. Volkswerk hat schon wieder nichts zu tun. Doch. Sie macht noch Holzschwere. So, pass auf, wir machen nochmal Rucksäcke, noch ein paar von den leichten Rüstungen. Und sobald wir dann das Silber haben, kann die Kunstschmiede ja auch mal anfangen. Wobei, nee, warte, die Kunstschmiede darf nur mit die Waffenschmiede. Die Kunstschmiede arbeitet dann nur mit den Sachen weiter. So ein paar Silberdegen können aber bestimmt nicht schaden. Diebe, was tut ihr denn? Ein Außenposten, den wir jetzt natürlich kennen. Und 14 Holzspeere hier hinliefern. Ja. Warte, die schenken mir einfach magische Klingen? Die schenken mir magische Klingen, aber ich kann mit ihnen doch nichts anfangen, weil ich dafür verstärkte Rüstung brauche. Na, wahrscheinlich, weil wir noch, ich weiß doch, wahrscheinlich noch keine Edelsteine gibt, ne? Also wahrscheinlich war die Kunstschmiede noch gar nicht. Oder? Gibt es schon Edelsteine? Weil ich habe noch nichts gesehen, womit wir die abbauen könnten. Dann macht es natürlich Sinn, wenn die Ware schon mal anderweitig irgendwie bezogen werden kann. Also brauchen wir auch verstärkte Rüstung und für verstärkte Rüstung brauchen wir natürlich Eisenbahn. Weben die dann das Eisen in die Rüstung oder was? Sind wir jetzt hier in Wakanda? So, pass auf, sehen wir. Ja, wir sehen hervorgehoben. Hier ist auch Silber, aber du kommst da halt nicht hin. Was ist dieses Terrain bitte? Das ist ja schlimmer als ein Siedler 3. Hier käme ich ran.
Geben die mir jetzt... Nee, okay. 10. Also öfter kann ich es nicht ausführen. Und Silberbarren... Okay, wir müssen die Silberbarren traden für die verstärkten Rüstungen. Also Eisen werden wir nicht bekommen wahrscheinlich. Habe ich jetzt eigentlich hier mal eine... Holzfällerhütte gebaut? Nein, sollte ich tun. Dann brauchen wir aber noch mehr Werkzeuge. Siehst du, hier sind die wahren Ausgangslager einfach alle voll. Aber wo soll ich das ganze Zeug denn einlagern? Macht vielleicht Sinn, das eine Lager hier rüber zu verlegen. Super. Ja, natürlich passt hier jetzt nichts mehr hin, ist klar. Dieses Wording, das macht mich kirre mit dem Holz. So. Das ist irritierend, dass ich nicht auf bei denen draufklicken kann, sondern dass ich hier klicken muss. So, wir sollen ihnen Silber liefern. Das können wir tun. Soweit wir Silber haben. Oh, wir können sogar schon... Wow. Ich bin beeindruckt. Also Wege passen jetzt auch durch Wälder durch. Darf ich? Nee, ne? Ich darf keinen Weg hier lang ziehen. Sind das jetzt wirklich Entdecker oder sind das getarnte Diebe? Das sind meine Erkunder, ne? Mit den Erkundern, also sorry. Können wir für Erkunder vielleicht doch direkte Einheitensteuerung haben? Das ist so seltsam, die über ein Gebäude zu steuern. Vor allem, das sind drei, so die will ich ja getrennt dann losschicken eigentlich. Oder zumindest irgendwie eine Reihe. Das ging jetzt sehr schnell. Na gut, wir haben fünffache Geschwindigkeit an, aber... Ich muss ernsthaft sagen, ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich sage, Förster sind ein Fehler in diesem Spiel. Die
Wieso haben wir immer noch so wenig Wachen? Wir müssen doch eigentlich schon längst viel mehr Holzspeere haben. Wir brauchen mehr Handelsträger, ne? Die brauchen wiederum Rucksäcke. So, und Handelsträger kommen aber wieder aus dem Gildenhaus. So, Silberbarren werden produziert, das ist schon mal gut. So, später können wir dann Stoff, Eisen, aber Eisen müssen wir auch erstmal finden. Silber gibt es jede Menge, aber ich sehe kein Eisen auf dieser Karte. Weil ich mal davon ausgehe, dass die Bodenschätze überirdisch später noch runterskaliert werden, also sobald wir Minen haben, weil so wie es jetzt ist, gäbe es keinen Grund, Minen zu bauen. So, ja, aus irgendeinem Grund ist das Spiel auch noch überzeugt, dass wir drei Brunnen brauchen. Kann ich die Aufgaben ausschalten? Nein. Wir sollen einen Waldläufer rekrutieren. Ich meine, ja, wir können auch 15 rekrutieren. Wir haben eh die leichten Rüstungen, können nichts damit anfangen. So, und die Waldläufer kann ich auch in eine Garnison schicken, aber... Das Ding ist, was will ich mit denen? So, worin sind die gut? Also der eine, der Draufgänger mit dem, seiner Art Spieler, das ist das neue Spiel vom Siedler-Erfinder. Hier, der Draufgänger mit dem Silberdegen, das ergibt Sinn, dass der sich auf die Suche nach Werwölfen macht, weil, ne, Silber und so. Aber beim Waldläufer weiß ich gerade beim besten Willen nicht, was dessen Job sein soll. Nein! Das können sie doch nicht tun. Komm, hier ist noch ein Liebes... Also die Liebeslage ist hier ein bisschen komisch gesetzt. Hier ist Flachs. Wie kommen die Banditen bis hier rüber? So, pass auf. Patrouillenpunkt darf ich noch nicht setzen, okay. Das Spiel ist auch der Meinung, ich hätte zu wenig Marktstände. Aber ich krieg nicht so wirklich, finde ich, das Feedback ist, finde ich, nicht so gut.
Nee, hier war nur Silbererz. Gibt es auf dieser Karte Eisen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe im Moment nicht viel, was ich noch tun kann. Ich kann noch ein paar Häuser bauen, wobei ich halt dafür auch erstmal hier Platz schaffen muss. Ja, oder auch nicht. Komm, hier ist das, das Villenviertel. Der Speckgürtel oder so. So, lasst euch doch jetzt bitte nicht allesamt hier umbringen. Zu welchem Teil ist das angelehnt? Vor allem an den ersten. Also das ist eigentlich im Prinzip der erste Siedlerteil, wenn er heute gemacht werden würde. Siedler, die ersten Teile waren ja vor allem technisch limitiert. Deswegen gab es ja das ursprüngliche Wegesystem überhaupt erst. So, was macht das der Handelsposten? Wartet auf Eintreff. Was? Ach, die fangen wahrscheinlich das alles ab, ne? So, ich schicke meine Patrouille bis hierhin zu meinen neuen Bros. In der Hoffnung, dass dann bitte auch endlich mal meine Handelsrouten durchkommen. So, Silberwaren sind voll. Das ist jetzt aber gerade nicht euer Ernst. Aber und die drehen hier Däumchen. Und die Händler sind ja auch nicht tot. Also, was ist euer Problem? Lagerung. So. Wertsachen. Nein, nicht Wertsachen. Es ist. Silber ist wiederum unter seltene Ressourcen. Ja, ist klar. So, ihr patrouilliert bis da, bitte. So, wir probieren es jetzt nochmal. Vielleicht hat auch einfach nur dadurch, dass hier die Banditen waren, dass er jetzt die Sachen nicht mehr angefordert hat. Aber normalerweise schreibt er hin, wenn er die Sachen anfordert. Also daran liegt es nicht. Aber hier sind die Waren. So, was ist euer Problem? Worauf wartet ihr? Wenn, falls ihr zu wenig Träger hatten, sollte sich das ja jetzt hoffentlich lösen, wenn wir jetzt die zusätzlichen Häuser haben. Thank you.
Habe ich Siedlermangel oder nicht? Spiel. Sag es mir. Ein Monat verfügbar für Aufgaben 580. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Warum eidelt ihr? So, da sind die Handelsträger. Die sind hier. Warum nehmen sie nicht... Nee, warte, sie wollen... Wie soll ich denn verstärkte Rüstungen herstellen ohne Eisen? Das verstehe ich nicht. Es ist andersrum. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Aber verstärkte Rüstungen kann ich nicht herstellen. Ja, dafür bräuchte ich Eisen und Eisen habe ich nicht. Und ich habe auch noch nichts dergleichen gesehen. So, aufgrund der vielen Banditenaktivität hier will ich eine Garnison mit Waldläufern und Wachen. Richtig, Creative, du hast nichts verpasst. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist das Eisen auf dieser Karte? Ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass die Rohstoffe wirklich weniger werden. Eisenvorkommen wurde entdeckt. Wo? Wieso ist die Meldung jetzt so schnell weg? Vorher die Meldungen waren alle hoffnungslos veraltet, aber die wichtigste Meldung des Spiels, dass Eisen gefunden wurde, die will mir das Spiel jetzt vorenthalten. Hier ist noch ein Diebeslager. Was war, dass man die wichtigen Meldungen nachlesen könnte? Ja, es ist es ja. Also, warum ist die jetzt so schnell verschwunden? Ich sehe es auch auf der Minikarte nicht. Es muss ja irgendwo sein, wo ich vorher noch nicht war. Ich finde, dieser Fog of War ist halt auch nichts Ganzes und nichts Halbes. Fühlt sich so, es war halt mit dem Eisen. Ja, so ist es. Oh, da ist ein Hase. So, und ich darf nichts anderes machen hiervon, weil ich dafür noch nicht friendly genug mit denen bin. Dann, ja gut, dann kann ich aber auch nichts anderes mit dem Eisen machen, als erstmal Eisenmünzen herstellen. Natürlich passt jetzt genau hier nicht die Münzprägerei hin, ist klar. Dann können wir vielleicht zumindest die Kampfkraft pushen. Wobei es da, glaube ich, auch noch kein Feedback gibt, oder?
Denke ich das eigentlich nur oder ist das Spiel darauf ausgelegt, dass eigentlich alles in Endlosproduktion laufen soll? So, die haben ja so, die laufen ja sowieso eigentlich nur voll. Wir haben Eisen entdeckt. Ja, wo ist das? Ja, das ist es ja. Kalk. Gegnerisches Lager zerstört. Wow, das war nicht mal unbedingt. Also, es war schon meine Absicht, aber ich habe ja noch gar nicht den Befehl gegeben, dahin zu gehen. Da ist Eisen. Uff. Okay, Eisen. Moment. Hier ist auch Eisen. Eisen ist dunkelbraun. Also es dürfte, finde ich, schon auf der Karte ein bisschen rötlicher sein. So, und dann machen wir in der Schneiderei, Dauerproduktion für verstärkte Rüstungen und schicken die rüber. Lager zerstört, das ist gut. So, ihr prägt Münzen. Und die sehen wir ja auch hier. Ich finde es interessant, dass sie die Stacks so sequenziell halt beladen. Wie 1, 2, 3, ich schicke dann hier 4 und dann 5 und 6. Also ins 3 und ins 4 wäre das extrem schlimm, wenn sie das so machen würden mit den Lagern. Zumindest wenn mehr verschiedene Waren halt da rein sollen. So, jetzt bringt das bitte zu Ende. Nee, es ist an. So, das ist doch kein... Ist das jetzt einer von meinen Leuten oder nicht? Ja, es ist einer von meinen Leuten. Also, es sind keine getarnten Diebe. So, jetzt bleib bitte hier. Mich nerven diese Meldungen. So, sagt Grasland. Es sagt, die Pflanzen... Ja, aber welche Pflanzen gedeihen denn wo? So, meine Sachen... So, meine Sachen verdorren auf den Feldern, weil wir so einen Überfluss leben.
What? Das ist weird. Das sollen alles Diebe sein? Was machen meine Wachen denn bitte? Kaffeepause? Das wurde gestohlen. Ja, mein Eisen, oder? Nee, Eisen ist rötlich. Die Frage ist, will ich Waldläufer? Will ich die zum Bewachen oder sind dafür die Wachen besser? Also ich verstehe es nicht. Die Wachen sind ja schön billig. So, das ist der Vorteil. Also eigentlich beim Entdeckerposten einen Fokuspunkt setzen, ist eigentlich total für den Arsch. Jetzt mal ganz ehrlich. Alles erreichbare Territorium im Gebiet eingenommen. Mensch, ihr wart ja fleißig. Sollte nach Alien den einzelnen Siedlern einen Namen geben können, dann kann man sie nach seinen Stream-Zuschauern benennen. Ich sag mal so, für so Soldaten wie Hauptmänner oder vielleicht auch Priester könnte sich das sogar anbieten. Also echt noch ein Kohletagebau ist auch eigentlich nicht nötig. Das Spiel ist überzeugt davon, dass ich zwei brauche. Habe ich überhaupt schon Eisen produziert? Hier ist noch gar nichts passiert. Also anscheinend machen sie gerade mal eine Rüstung. So, du machst bitte jetzt nur noch Eisenbahn. Gießen die Lager zum Teil neu aus dem Boden oder was ist hier los? Wir haben jetzt hier... Doch, wir haben Waldläufer.
Und jetzt lauft ihr wieder zurück. Weil er jetzt ihn duellieren will? Demo. Das ist der Early Access eine Woche vorher. Moment. Was passiert hier jetzt? Jetzt hat der hier, Allianz ist auf ihn hier gewartet. Da ist direkt das nächste Diebeslager, das ist doch nicht deren Ernst. Ach du Scheiße, hier ist ja Thief City. Diebeslager. Wie viele Diebeslager wollt ihr platzieren? Ja. Alle. Rügenwalder. Gronk streamt das gerade auch. Ja. Ich glaube, mit Gronk kann ich nicht konkurrieren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mich mit der indirekten Einheitensteuerung, also für Verteidigung, dass die sich darum selber kümmern, kann ich mit leben. Aber wie gesagt, das finde ich total unsinnig. Also ich finde, hier muss Envision wirklich aufpassen, dass sie nicht die alten Siedler 1 und 2 Probleme sich wieder ans Bein kleben. Ich denke, dass Gronk vor die Angst haben müsste. So sollte Gronk vor mir Angst haben müssen. Ich bin doch ein netter Typ. Und so. Hätte auch Angst. Ja, du. Was soll das denn lassen? Das überlasse ich jetzt deiner Fantasie. Ganz ehrlich, die Schneiderei arbeitet mir gerade viel zu langsam. Moment. Ach warte, ich kann beides freigeben für die. So, dann bitte keine Eisenbarren für Werkzeuge verschwenden.
So, Werksteine könnten wir eigentlich auch noch mehr brauchen. Wobei ich nicht. Kohle, Kupfer. Kupfer wird langsam knapp, habe ich das Gefühl. Jetzt auch Eisen. Da versteckt es sich. Das läuft immer noch nicht an. Und jetzt erstmal hier? Nee, wo liefern die denn hin? Verstärkte Rüstung. Wurde erstmal hier hingeliefert. Und jetzt arbeiten sie hier weiter. Maskierter Dieb hat mir etwas gestohlen. Ja, warum können die denn hier durchlaufen? Ey, die nehmen teilweise aber auch echt smarte Wege, habe ich das Gefühl. Kein Personal anwesend. Wieso nicht? Wieso fehlen Spitz? Hä? Hier ist alles voll eingestellt. Na gut, ihr bedürft auch Kupfer benutzen. Auch Eisen benutzen. So, und damit auch wirklich nichts, alles hier sicher ist, haben wir jetzt einfach halt an jeder Ecke Soldaten. Diebe sind halt echt, also die haben wirklich echt, die sind echt smart. Die nehmen halt wirklich, die wissen, wo du keine Soldaten hast. So, warum sucht er jetzt den Kampf, anstatt einfach hier zu viben? So, ich will ja nicht das Gebäude komplett deaktivieren. Wenn ich das komplett deaktiviere, werden dann noch Leute hier hinkommen? Personal anwesend. So, ihr seid inzwischen leer. Das heißt, ihr könnt ja dann einen neuen Job annehmen. Okay, das geht. Wie ist das Spiel löst? Ist S4 ab? Ja, S4 ist es ja sowieso nicht. Mich fuckt gerade einfach echt diese Einheitensteuerung ab. Also damit werde ich noch nicht warm.
So, was okay wäre, wenn es halt ein Spiel wäre, was halt nicht auf Kämpfen ausgelegt ist. Aber wenn ich halt jetzt, wie gesagt, hier sehe, so, jetzt kommen halt wirklich keine Soldaten hier hin, oder? Es kann doch nicht der Sinn sein, dass ich ein Militärgebäude komplett ausschalten muss, nur damit meine Soldaten halt nicht in Kämpfe reinrennen, die sie nicht gewinnen können. Und jetzt laufen hier wieder die Diebe durch. Es fehlen 88... Was? Was soll das heißen, es fehlen 88 Wachen? What do you mean? Das Sägewerk liegt auch voll. Ich kann mir noch nicht erzählen, dass das alles voll liegt. Jetzt sind hier nämlich schon wieder die Diebe. Das Spiel sagt mir sogar, dass es Diebe sind. So, aber ich möchte nicht mit dem Grenzstein erweitern. Ergibt das Sinn, Leute? Ich will keine Wachen, ich will die Waldläufer hier haben. Die kann ich ja hier rekrutieren, richtig? Die brauchen ja nur eine Fackel und eine leichte Rüstung. Warte, leichte Rüstung brauche ich für... Wieso ist hier noch nicht ein einziges Ding geliefert worden? Das kann es doch jetzt langsam nicht sein. Hier liegen die Sachen. Pausiert. Wie pausiert? Erzähl doch nicht. So, jetzt fordert ihr sie an. Wie gefällt es dir bisher? Ich war ja sehr begeistert von der Demo. Mich stören halt jetzt gerade halt so ein paar Sachen. Zum Beispiel Rohstoffe sind zum Teil echt schwer zu erkennen. Wie gesagt, Eisen habe ich mich vorhin hier dumm und dämlich gesucht. Das war die ganze Zeit vor meiner Nase, aber hat die ganze Zeit von irgendwas verdeckt. Die Minikarte hilft ein bisschen, aber auch nicht ausreichend. Ich meine, ja, es ist Early Access, aber jetzt wird von uns erwartet, dass wir kämpfen. Und dann bräuchte ich vielleicht auch mal ein bisschen so ein Feedback darüber, wie zum Beispiel die Kampfkraft. Es gibt eine Kampfkraftmechanik im Game, soweit ich weiß. Aber er sagt es ja auch hier, meine Truppen zu stärken. Es ist wie in Siedler 3, du musst Schätze einlagern. Aber ich bekomme kein Feedback darüber. Wie gesagt, jetzt haben wir hier das Problem, dass mit der indirekten Einheitensteuerung, dass... ich war jetzt niemand, der sich darüber groß beschwert hat. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen muss, boah. Also, das ist halt das Problem. Das neue Siedler ist besser als dieses Spiel. Nein. Nein. Also, Siedler Neue Allianzen ist ein Spiel, was seine Spieler für dumm hält. Das ist Pioneers definitiv nicht. So, Pioneers hat keine Angst davor, die Spieler zu fordern. Also nach dem, was mir auch gesagt wurde, wird es auch in den schwereren Maps richtig haarig. Aber manchmal, wieso kriege ich jetzt hier keine Wachen hin? Denn eigentlich müsste ich die normalen Wachen in rauen Mengen produzieren können, weil ich ja auch Holzspäre in Dauerproduktion habe. Und wo zur Hölle trägt der zum Teil die ganzen anderen Sachen hin? Also die Kampfmechanik wie in S2. Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, es ist auch wirklich ausschließlich Kämpfe 1 gegen 1 wieder. Naja, und dann hast du halt hier Deep City, weil irgendwie alle Diebeslager gefühlt hier sind. Ich verstehe auch nicht, warum die Diebes... Also das hier ist eine der vorgefertigten Maps. Wieso sind die Diebeslager so seltsam platziert? Dass die irgendwie alle irgendwie gefühlt direkt nebeneinander sind. Oder auf so Linien. So, langsam erfüllt sich unser eigentlicher Auftrag. Auf das wir das Spiel auch mal beenden können.
Aber es ist halt genau wie in Siedler 3 mit dem Handel, mit dem Handelsschiff. Da habe ich ja letztens auch mitgekämpft, obwohl es da sogar noch, wenn es keine Handelsroute folgt, so steuerbar ist, was S4 dann wieder nicht hatte. So, es nervt einfach mega, wenn dann diese Sachen. Vor allem Handelsschiff hast du halt normalerweise nur ein oder zwei von, anders als ein Träger. So, wenn der sich mal blöd läuft, ja, du hast halt hunderte Träger. So, es kommt darauf dann am Ende nicht an. Aber bei Soldaten, auf die du mühsam hinarbeiten musst später. Na gut, jetzt hier die Startsoldaten nicht, aber ne, die guten Soldaten arbeitest du mühsam darauf hin und dann fallen die so einer Scheiße zum Opfer. Sicher, dass du vom Handelsschiff redest. Die S3, das Handelsschiff, konnten wir auch schicken. Es war halt nur so, dass sobald es sich einer Route zugeordnet hatte, es sich allen Befehlen widersetzt hat. Und sich auch teilweise nicht mehr von dieser Route lösen ließ. Ich habe aber im Moment auch jetzt gerade nicht das Gefühl, dass wir doch groß was machen können, um das hier weiter voranzutreiben. So, als nächstes wollen die Stoff haben. Das können wir eigentlich auch schon mal einlagern. Und danach. Nee, warte, sie geben uns Stoff. Wir geben uns Stoff für umsonst? Nee. Sie wollen Kupfermünzen haben? Das können wir arrangieren. Wenn wir jetzt anfangen, Kupfermünzen herzustellen. Und sie wollen von uns Hämmer haben. Wieso fehlen laut Spiel 80 Wachen? Und wieso werden es nicht weniger, die fehlen? Es müssten doch eigentlich weniger werden. Konstanter Überstundenabbau, ja, gefühlt. So, fangen wir mal ein bisschen an einzulagern. Wo sind die Diebe jetzt schon? Ja, natürlich, weil jetzt sind sie nämlich wieder hier oben. Aber jetzt sind wir jetzt mal... Na... Ja, meine Wachen sind hier halt einfach komplett lost. Aber wir können halt den Dieben hier auch keinen, nicht einfach gewähren lassen. Also langsam müssen wir mal richtige Soldaten hier rankarren. Was brauchen wir die dafür denn? Bronzeschwert? Eisenschwert? Wir können Eisenschwert machen. Ich würde nicht mit einem Eisenschild gehen. Ich würde sagen, fortgeschrittene Soldaten. Das heißt, die kriegen ein Eisenschwert und ein Holzschild.
Warte, wir haben noch unsere Startsoldaten. What? Ach so. Ich dachte, unsere Startsoldaten wären auch Wachen gewesen. Also geht die Beziehung erst hoch, wenn das abgeschlossen ist? Ja, sonst wüsste ich nicht, was ich hier tun kann. Also, ja, hier belief man, aber wie? Wie bringe ich Rohstoffe hier hin? Ja, und hier sind Diebe. Wir dürfen hier nicht bauen. Was sagt er denn? Kann nicht bauen außerhalb des eigenen Territoriums. So, wir kriegen langsamer richtige Soldaten. Und jetzt fehlen schon wieder die Eisenbahnen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt fehlt der Schmelzhütte ernsthaft Kohle. Dich. So. So, du sagst, es ist kein Kupfer mehr in Reichweite. Noch andere Gebäude hier mit roten Flaggen. Wow, das ist aber jetzt gerade eine Spielzeit. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Hast du am 1. Mai schon was vor? Ich heiße keine Gewalt gegen Polizisten gut. Für wen hältst du mich? Jetzt klauen die mir mein Eisen. Und meine Soldaten stehen hier und drehen Däumchen oder was? So, ich will jetzt, dass ihr da aufräumt. Keine Gnade, Frauen und Kinder zuerst. Komm, jetzt haben sie den ganzen Shit verteilt. Also sie machen halt auch nichts damit. Ich meine, ich find's cool, dass man sich das Zeug wieder zurückholen kann, dann theoretisch, aber... Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass eine Bande von Dieben gegen ausgebildete Soldaten gewonnen hat? Excuse me, what? Wir brauchen mehr Soldaten.
So, wären meine Bros da bitte so gut und würden... Jetzt sehen sie den Dieb... sehen die Diebe nicht. Sie können die Diebe nicht enttarnen. Bitte was? So habe ich hier Wachen und sie bringen nichts. Beschwert sich, dass seine Wachen nicht genug Gewalt gegen die Ausländer einsetzen. Das ist jetzt, also eigentlich ist Pioneers ja mehr so kooperativ ausgerichtet, ne? Brauchst Fackel drin. Was? Wieso Fackel drin? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Das ist dumm. Es ist schwer, die Diebe erkennen. Das ist das Problem. Das Spiel sagt dir nicht, was die Einheiten tun. Fast jeden Gegner speziell einigen. Ja, das ergibt ja auch zum Teil Sinn, so mit dem Werwolf, mit den Silberwaffen und so, aber das ist meine... Also, meine Wachen können soll Diebe nicht enttarnen? Aber wenn ich denen eine Fackel ins Gesicht halte, dann gestehen die auf einmal, oder was? Das ist halt dumm. Huch, nein. So, hier wollen wir Soldaten haben. So, und um die Diebe aufzuhalten, die hier langlaufen. Ich finde, irgendwie ist immer sehr schwer einzuschätzen, wo man relativ zum Rest ist. Das Licht tut ihnen in den diebischen Augen weh. Das ist ja, genau so haben sie es doch in den neuen Star Trek-Serien auch gemacht, ne? Wenn du aus dem Spiegeluniversum kommst. So, dann magst du kein Licht. So, die Terraner sind alle Gremlins. What? Wie zerstört? Hä? Das waren doch irgendwie nur drei Dudes oder so. Das sind doch irgendwie drei Dudes. Was seid ihr denn für MVPs? Hier war doch vorhin noch Deep City. So, und jetzt bitte fangt an, das Gebiet auszudehnen, oder könnt ihr das nicht? Dürfen das nur Wachen, oder wie? Haben dafür nur Wachen das entsprechende Grenzstein-Legezertifikat? So, ist jetzt hoffentlich endlich mal Ruhe mit den Dieben? So, meine Soldaten laufen jetzt die ganze Zeit noch hier rum. So, aber wie kann ich ihnen irgendwie sagen, dass sie halt nicht mehr patrouillieren sollen, sondern dass sie jetzt halt wirklich nur noch expandieren sollen? Gib mir eine zweite Holzwerkstatt. Holy shit, es stört mich langsam. So, du machst jetzt nur noch Holzspeere. Und du machst jetzt alles andere. Das Grenzstein-Legezertifikat, wenn es klar deutsch wäre. Ja, oh wait.
Wenn in HGL die Deutschen als Volk einbaut, ja gut, Germanen werden wahrscheinlich, ist ja im Moment angedacht, dass die wahrscheinlich die Wikinger ersetzen. Weil die Wikinger halt einfach überhaupt nicht zu den restlichen Völkern passen. Ändert aber in der Gesamtheit wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. So, das hier läuft auch noch nicht weiter. So. So, es sind noch keine Wachen hier. So, hier ist die Holzwerkstatt. Die kriegt schon mal ihr Laubholz. Dann haben wir aber noch zusätzlich auch noch einen Sägewerk hier hin. Oh, ich sehe, jetzt brauchen wir gar nicht. Doch, das ist ein Zimmerer. Ich dachte schon. Die Gebäude brauchen weiterhin alle drei Arbeiter. So, die Wachen. Ja, die Wachen sind die einzigen, die... Aber hier sind noch gar keine Wachen. Wer ist denn das jetzt, der hier... Doch, aber die sind das. Die sind aber nicht dem hier zugeordnet, oder? Ich meine, gut, holt mal die ganzen Rohstoffe zurück. Kennst du Lethal Company? Ist praktisch eine Simulation, in der man für Amazon arbeitet. Ich habe davon gehört, ja. Aber bei so Spielen befasse ich mich gar nicht erst mit. Silbervorkommen entdeckt. Kalkstein, Kohle, Silber. Wir haben keinen Mangel an Silber, wir haben dafür einen Mangel an Kupfer und an Eisen. Aber nicht an Eisenerz, das scheitert mehr am Schmelzen. So, Kohle haben wir genug. So, ich habe doch vorhin Wachen eingestellt. Und hier sind nur noch... Ne, das sind aber Soldaten. Die keinen Job haben. Ja, mit einer zweiten Holzwerkstatt ist das schon wesentlich angenehmer. Aber ich bleibe dabei, dass das Spiel auf jeden Fall noch in Zukunft mehr besseres Feedback einfach geben muss.
Das Ding ist, es ist halt, die Sachen sind kleiner. Du bist weiter weg als in Siedler 3 oder Siedler 4, wo du halt wirklich auf das Gebäude gucken kannst und siehst, was davor liegt. So, hier, also kann ich nicht so im Detail drauf gucken. Das kann auch nicht die Idee sein, dass ich hier das Gebäude durchklicken muss. Und ich habe das Gefühl, entweder produziere ich über oder ich produziere gar nicht. So dazwischen gibt's eigentlich nichts. Meine Verbindung etwas. Nee, die sind nur dazu da, dass ich mich mit denen anfreunde. Könnt ihr das jetzt langsam mal hier zu Ende führen mit euren verstärkten Rüstungen? So, wir haben schon mal ein paar Hämmer. Super, und für Kupfermünzen können wir uns dann Eisen gleich liefern lassen. Aber gut, macht Sinn, damit uns, falls ins Eisen ausgeht, dass wir zumindest noch Kupfer irgendwie eintauschen können. Vor allem auch noch mit einem echt guten Trade. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle. Das ganze Zeug, was hier liegt, gehen meine Träger davon sich aus hin? Weil bis jetzt habe ich den Eindruck, dass sie das alles noch da liegen lassen. So, wir müssen später eh noch Holzspeere hier im Ring. Aber ich muss echt sagen, also das Ding ist, so wie ich es ursprünglich verstanden habe, sollten Soldaten eigentlich Wachen ab einem bestimmten Punkt ablösen. Ich meine, gut, es gibt noch die Veteranenwache. Ich weiß gar nicht, was brauchte die. Die braucht auch noch die Kettner, die sind. Ja. Genau, aber die Wachen sind rein für defensive Sachen und Expansion verantwortlich und Soldaten sind halt die, die du wirklich rausschickst. Und dann sollen wahrscheinlich Waldläufer und Draufgänger einfach die Spezialisten gegen Diebe und Werwölfe sein, schätze ich mal. Wobei die. Warte. Genau. Weil die Draufgänger haben die Silberwaffen. Und die Draufgänger haben ihre Fackeln, also halten die dann einfach den Leuten ins Gesicht. Weil das macht man, ne? Also mit Leuten, die man nicht kennt, denen sollte man unbedingt eine Fackel ins Gesicht halten. Merke ich mir. Ja, wer ist, echauffiert sich jetzt hier jemand über pagonische Sitten, ja? Boah, ich glaube, aus diesem Stream kann man gut am Ende ein Spinny ohne Kontext-Video schneiden. Ich überlege nur gerade, ob das. Kann ich Truppen eigentlich wasten? Weil, wenn es. Sind ja ein, es sind ja 1 gegen 1 Kämpfe. Das heißt, egal ob da 30 Soldaten steht oder ein, ne, wenn mein Soldat jemanden töten könnte, wird er das tun. Und dann wird er halt vom nächsten getötet. Das würde aber auch passieren, wenn ich damit 15 soll. Also, ja gut, das wird nicht unbedingt passieren, wenn ich mit gleich vielen Soldaten hingehe, weil dann könnten alle gleichzeitig kämpfen, aber. Ich, also, eigentlich, so, es ist nicht so wie in einem anderen Strategiespiel, dass du halt, ne, wo jeder wild gegen alles kämpft. Hm. Ja, aber ich will trotzdem, das, also, diese Sachen über die Gebäude zu steuern, dann kann ich halt, dann setze ich halt den Patrouillenpunkt, also,
Super, aber was, wenn ich will, dass die von hier nach hier patrouillieren? So, warum muss ich dafür dann zwei Gebäude haben? So, ich fände es gut, wenn sie langsam mal das beliefern würden, aber ich warte, muss ich das extra einstellen? Oder was ist hier los? Aber ich hatte jetzt eigentlich den Eindruck, dass ich hier einfach nur... Theoretisch müsste er ja jetzt alles highlighten, was hier dazugehört. Ja, aber ich habe Wachen auf Dauerproduktion eingestellt. Ich würde meinen zweiten Teil von Sweeney Out of Context freuen. Das muss aber, glaube ich, jemand anderes machen. Kann Colonia Prima finanziell unterstützen? Aktuell nicht. So, wie seid ihr hier? So, dann macht bitte wieder Holzspeere. Warenausgangslager voll, wirklich? Ja, mein technisches kann ich trotzdem gerne den Traum des S3, S4 Nachfolgers unterstützen. Der Moment wird sicher kommen, aber es ist noch nicht so weit. Und vor allem, wenn wir eine Crowdfunding-Kampagne machen wollen würden, dann müssten wir halt auch erstmal auch wirklich eine Vorstellung haben, welche Summe wir überhaupt dann sichern müssten und welche anderen Finanzierungen uns noch zur Verfügung stehen und solche Sachen. Es bringt ja nichts, wenn wir eine Kampagne machen mit einem viel zu tiefen Ziel, mit dem wir das Spiel nicht finanziert kriegen, aber umgekehrt dürfen wir auch nicht zu hoch greifen, weil viele Crowdfunding-Plattformen ja eigentlich da so agieren. Wenn du das Ziel nicht erreichst, oder zumindest das erste Ziel nicht erreichst, dann kriegst du gar nichts. So, bringt ihr jetzt langsam mal... Ja, langsam bringen sie Zeug hier hin. Wie viel wird das Spiel kosten? Eine Niere. 31 Euro an. So, aber wirkt sich das dann auch schon hier auf die Stimmung von dem Dorf aus? Alternativ steht, statt einer Niere geht auch ein Döner. Was bist du jetzt auf einmal für Fleischkonsum? Und ich glaube, preislich sind Döner nochmal eine Spur unter Nieren. Also auch wenn die Dönerpreise eine Bremse brauchen würden,
Ich glaube, Nieren werden bestimmt, also ich glaube, die Preise für die Niere gehen bestimmt auch mit der Inflation hoch. Oh, okay. Wir haben gewonnen. Wir sind hiermit gar... Hätten wir das überhaupt? Purportal ist jetzt auf 200%. What? Hä? Wir haben das hier doch noch gar nicht zu Ende gemacht. Es ging nur hier drum. Warte, heißt das allen Ernstes? Okay, jetzt verstehe ich. Handeln ist für, die, für den Ruf total egal. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Okay, dann haben wir ja sogar noch Zeit für... Ich mach mal einen Speicherstand, falls ich mal irgendwie noch Footage brauche.